Moin Leute, was geht? Gucke mal da, ah Hirsch. Genau, ihr seht richtig, wir können jetzt einen Hirsch in Red Dead Online spielen. Ist auf jeden Fall witzig. Vor allem, was ihr damit anstellen könnt. Auf jeden Fall kann man sich geben. Jedenfalls in diesem Video soll es mal um genau diesen Hirsch gehen, wie man zu diesem werden kann, welche Voraussetzungen und so weiter und so fort. Und ansonsten gibt es auch noch den legendären schwarzen Hirsch, beziehungsweise den Schattenhirsch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, heißt er so. Und irgendwie fährt Rockstar momentan auf die Hirsche ab. Jedenfalls haben wir ja ein neues Update in Red Dead Online bekommen, wo es halt heißt, der legendäre schwarze Hirsch und halt diese Harriet-Blümchen, die uns halt in diesen Hirsch verwandeln. Das haben wir alles in den letzten Update erhalten. Ist auf jeden Fall richtig nice. Und es war halt auch ein bisschen abzusehen, da wir halt in GTA schon diese Peyote-Pflanzen hatten, dass so etwas auch in Red Dead möglich ist oder möglich wäre, in Verbindung mit der Natur. Jedenfalls funktioniert das nicht wie in GTA, dass man sich einfach eine von den Pflanzen nimmt, diese isst und ist dann so lange ein Tier, bis man das selber beendet. So ist das leider nicht, sondern es ist nämlich ein bisschen komplizierter, nämlich brauchen wir erstmal 5 von diesen Pflanzen. Müssen dann zu einem speziellen Ort hingehen. Und dort können wir uns für 5 Minuten in dieses Tier verwandeln. Und sollten wir sterben, sind wir dann wieder normal unterwegs. Natürlich, was wir brauchen, ist natürlich der Naturkundler. Und wenn wir diesen haben, kriegen wir dann auch schon bei Harriet angezeigt, dass die mit uns labern will. Gehen wir hin und sofort, sobald wir da sind, startet diese Cutscene. Und im Prinzip ist das mal wieder Gelaber über Gelaber, was sich in die Länge zieht. Aber, naja, zumindest werden wir diesmal nicht mit ihren komischen Pisswasser angesprüht. Finde ich schon mal geil. Jedenfalls, wenn wir dann mit Harriet fertig sind, gibt ihr uns noch einen Schluck zu trinken. Auf jeden Fall lecker. Und dann kriegen wir auch schon eine Broschüre, beziehungsweise halt einen Zettel, wo dann halt draufsteht. Ja. Um zum Hirsch zu werden, braucht man 5 von diesen Pflanzen und so weiter und so fort. Diese Pflanzen findet man überall auf der Karte. Diese werden auch golden angezeigt, wenn man das Adlerauge benutzt. Natürlich kann ich euch nicht jede Location zeigen. Diese Arbeit wurde mir nämlich abgenommen von der Gene Wapke Map. Diese verlinke ich einfach mal in der Videobeschreibung, weil dort findet ihr jede Location, wo ihr diese Pflanze finden könnt. Auf jeden Fall richtig nice von Rockstar, dass diese so etwas ins Spiel hinzugebracht haben. Und natürlich bleibt es nicht nur beim Hirsch, sondern wir kriegen auch demnächst noch einen Wildschwein, einen Hasen. Was ich mir natürlich wünschen würde, wäre irgendwie der Puma, ein Wolf, ein Bär oder so. Allerdings ist darüber nichts bekannt. Jedenfalls Hase, Wildschwein und noch ein weiteres Tier. Aber so ein Bär wäre eigentlich bestimmt auch richtig nice zu spielen. Allerdings der Nachteil an den Tieren wie Wildschwein, Nordopossum ist es und das Kaninchen bzw. der Hase. Dafür braucht man auch sowas wie eine Broschüre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und diese kosten 10 Goldbarren, also extrem viel. Und ich persönlich muss sagen, der Hirsch, finde ich persönlich, sieht am schönsten aus von den ganzen Tieren. Von daher, und er ist gratis. Kann man nichts verkehrt machen. Auf jeden Fall richtig nice Aktion von Rockstar, dass sie so etwas ins Spiel reingebracht haben. Vielleicht auf der einen oder anderen Seite auch richtig unlogisch, weil das ist halt Realismus überhaupt nicht. Was eigentlich gegen den ganzen Realismus in Red Dead spricht. Verstehe ich nicht, warum Rockstar das gemacht hat. Ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Und es ist nicht wie in GTA Online mit den Peyote-Pflanzen nur zeitlich begrenzt für ein, 2 Wochen. Nein, es ist permanent. Denn das ist eine Erweiterung vom Naturalisten so gesehen. Dass man die Pflanzen sammeln kann, ist auf jeden Fall witzig. Aber man ist halt an ein bestimmtes Gebiet gebunden. Das finde ich jetzt nicht so cool. Weil man kann sich jetzt beispielsweise für den Hirschbock nur an diesen Baum hier einfinden. Sieht man auch, dass man da, wo halt dieses Gold-Orange-Leuchten ist, sich verwandeln kann. Oder nur im Gebiet beim Little Creek River unterwegs sein kann, finde ich halt ein bisschen schade. Allerdings wäre es halt auch ein bisschen komisch, wenn da hier 20, 30 Hirsche auf einmal irgendwo
in Saint-Denis unterwegs wären. Wäre bestimmt witzig, aber ist leider nicht möglich. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwann einen Gegner-Modi mit diesen Tierverwandlungsdingern, wer weiß. Auf jeden Fall ist es witzig, einfach als Hirsch unterwegs zu sein. Man kann auch andere Leute oder halt Tiere angreifen, ist auf jeden Fall witzig, kann man sich gerne geben. Natürlich wäre es halt nice, wenn die anderen Tiere, beispielsweise Wildschweine, jetzt nicht Gold kosten würden, um diese spielen zu können. Aber jedenfalls ist es permanent drin, dass wir uns immer in diese Tiere verwandeln können. Voraussetzung ist halt, dass man 5 von diesen Pflanzen hat und dann zu dieser Location am Little Creek River geht. Natürlich, zeitlich begrenzt es auch, nach 5 Minuten ist der Spaß vorbei, finde ich wirklich schade. Macht auf jeden Fall Spaß. Wer weiß, wie Rockstar das in nächster Zeit handhaben wird mit den Tieren. Vielleicht kommen doch wirklich noch andere Tiere hinzu, vielleicht ein Vogel, vielleicht ein Krokodil, ein Alligator oder. Also Rockstar hat da Möglichkeiten und man könnte damit auch wirklich beispielsweise Gegner-Modi machen oder irgendwas in diese Richtung, wäre auf jeden Fall richtig nice. Allerdings sollte man sich nicht zu früh freuen, wenn es jetzt nicht kommt, wäre es halt wirklich eine Enttäuschung. Allerdings, wie gesagt, macht Spaß, als Hirsch unterwegs zu sein. Denkt man vielleicht nicht, aber wie gesagt, vielleicht schadet es auch den Realismus, weil das ist wieder etwas, was unlogisch ist. Und vielleicht ist das so der Anfang vom Ende von Red Dead Online, vielleicht mit diesen übernatürlichen, unlogischen Dingen, wie Rockstar auch beispielsweise GTA Online kaputt gemacht hat, wer weiß, vielleicht kommt es auch richtig geil an. Dazu kann man momentan leider nicht wirklich viel sagen. Auf jeden Fall, es macht Spaß, als Hirsch unterwegs zu sein, allerdings ist es wirklich nervig, erstmal überall hinzureiten, um halt 5 von diesen Pflanzen zu holen. Das finde ich persönlich besser gemacht in GTA, dass man halt nur eine Pflanze braucht. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, richtig witzig, nice und man kann beispielsweise auch andere Tiere einfach fertig machen und mit einem Gym Body Slam töten. Macht auf jeden Fall Spaß. Man kann wirklich viel Mist bauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tiere, die hier da kommen. Aber ich denke mal, der Hirsch macht am meisten Spaß. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir erhalten haben. Nein, wir haben ja auch noch den legendären schwarzen Hirsch bzw. den Schattenhirsch bekommen. Und dieser, finde ich persönlich, er sieht richtig nice aus. Schwarz auf jeden Fall richtig nice. Und das Schöne ist, es ist eine Suchmission bei Harriet, das heißt, man geht einfach zu Harriet, nimmt die Mission an, diese wird sofort angezeigt. Und man muss eigentlich nicht mehr machen, als einer Linie zu folgen, so wie sonst auch immer. Und im Prinzip einfach nur den Hirschbock erledigen. Ich hatte Pech, denn mein Pferd wollte nicht so wirklich, wie ich es wollte. Und naja. Jedenfalls, ich renne da hier über die halbe Karte und das ohne Pferd, weil das Pferd irgendwie nicht kommt. Toller Bug, danke Rockstar. Auf der einen Seite ist es schön, dass halt Red Dead teilweise wieder funktioniert, aber teilweise ist es halt wirklich richtig schlimm, um vernünftig zu spielen, denn Autopilot funktioniert manchmal nicht, das Pferd bleibt überall stehen, das Pferd kommt nicht an, warum auch immer, verstehe ich nicht. Jedenfalls gibt es hier und da immer noch kleine Bugs, allerdings läuft Red Dead Online momentan besser als je zuvor. Und vor allem die kleinen Lobbys, die zahlen sich aus, denn ihr findet legendäre Tiere überall. Ihr könnt machen, worauf ihr Bock habt. Griefer findet ihr so gut wie gar nicht, also ich finde es richtig nice. Ich bin gespannt, was das Halloween-Update bringt. Vielleicht irgend so eine Geister-Zombie-Version von Tieren wäre bestimmt richtig nice. Würde ich auch teilweise feiern, wenn da so ein Zombie-Hirsch auf uns zukommt. Oder dieser Schweine-Bär-Mann, der in der Story als Easter Egg zu finden ist. Finde ich auf jeden Fall nice. Ansonsten hat man es gesehen. Legendärer schwarzer Hirsch. Wenn man den hat, übelst easy. Und natürlich kann man daraus auch wieder schöne beim Gas einen Mantel machen. Ist relativ teuer mit $700. Aber die meisten haben das Geld, von daher ist schick, schwarzer Hirsch. Finde ich auf jeden Fall richtig nice.
Vor allem generell, ich feiere den Hirsch. Irgendwie ist das so mein Lieblingstier. Einfach von der Optik her. Und die Klamotten dazu sehen auch richtig nice aus. Ansonsten gibt es halt noch ein paar Bonis mit diesem Update. Diese finde ich allerdings nicht so interessant. Das Einzige, was vielleicht interessant ist für die Leute, die noch keine vernünftigen Waffen haben. Auf die ganzen Repetiergewehre gibt es gerade, ich glaube, 30% Rabatt. Aber das ist es auch im Großen und Ganzen. Hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, aber das war's im Endeffekt. Was halt richtig nice ist, sind halt diese Hirsche. Denn entweder läuft man als Hirsch rum oder tötet einen Hirsch. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Das ist gerade irgendwie die Hirschwoche bei Rockstar, wer weiß. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, weil man kann halt wirklich viele Sachen erleben. Ansonsten, wie gesagt, für die Pflanzen, die Gene Robke Map ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß mit dem Update. Vielleicht seid ihr als Hirsch unterwegs und macht ein Gruppenfoto. Ansonsten soll es das mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ciao.